Hallo, ich begrüße Sie wieder herzlich zu unserer heutigen Ausgabe der Demokratie Pur Talkshow Freie Argumente Plattform. Es geht darum, die Basis, wir 2020, Fragparteimitglieder und Wählerinnen befragen Experten zu besseren Reformen, die bis zu 56% Wählerstimmen bringen können. Heute haben wir zu Gast wieder jemanden von der Fragpartei, Herrn Eckenberger, und von wir 2020 EU heute Barbara Miesli, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, so ähnlich. Ja, mal ganz kurz. Nur Ernährungsberaterin. Gut, alles klar, dann hatte ich es doch richtig erst im Kopf, Ernährungsberaterin. Und ich fange nur an mit einem kurzen Statement. Sie können heute beide wirklich alles an Statements kurz reinbringen und dann eine Frage dran schließen und wirklich alles fragen, was Sie auch unmittelbar betrifft. Denn die Next Scientists for Future als Experten haben den Anspruch an sich selber, wirklich das Leben jedes Menschen, egal welch Bereich und so weiter, praktisch jedes Menschen wirklich spürbar verbessern zu können. Und da sollten Sie nicht nachlassen, bevor Sie nicht zufriedenstellende Antworten bekommen haben. Also richtig schön ausquetschen sozusagen. So, wer mag anfangen mit der ersten Frage? Ja, Frau Mesli, Sekunde. Machen Sie Lautsprecher leise, Mikrofon laut und ich mache mein Mikrofon aus. Gut. Kann ich beginnen? Okay. Also, ich frage mich, wie stehen die Experten und Parteiführenden jetzt zu den Themen aktuellen Steuern und andererseits Rentensystem? Weil wir wissen ja, dass wir in Deutschland sehr hohe Steuern bezahlen müssen. Erst heute habe ich wieder gelesen, dass die Kommunen auch die Steuern erhöhen wollen, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der derzeitigen C-Krise. Und was die Renten betrifft, also wir wissen ja, dass wir in Deutschland zum Beispiel wesentlich schlechter gestellt sind als die Österreicher. Ich selber habe ja über 36 Jahre gearbeitet, habe jetzt dann ab meinem 60. Geburtstag das Anrecht zum Glück auf eine Pensionskasse aus der chemischen Industrie, da war ich ja tätig lange Jahre. Und aber meine gesetzliche Rente bekomme ich nach derzeitigem Stand erst ab Dezember 2028. Da bin ich dann 66, drei Viertel Jahre alt. Und ich mache mir halt jetzt wirklich aktuell Sorgen wegen der C-Krise, ob nicht über kurz oder lang die Renten gesenkt werden, beziehungsweise das Renteneintrittsalter immer noch weiter nach hinten verschoben wird. Und da würde ich mich wirklich sehr, sehr ärgern, wenn ich da hineinfalle. Das ist meine Frage. Dankeschön. Ja, Sie haben schon das Mikrofon ausgestellt. Super. So, dann lege ich mal los. Also, erster Teil der Antwort betrifft Sie vielleicht jetzt weniger. Wir wollen generell eine vorgezogene Mütterrente. Also, wir wollen ja generell dazu so, dass Lehrer und Erziehungspersonen auch belohnt werden für ihre oft aufopferungsvolle Erziehungsarbeit und Mütter, die sich viel Mühe gegeben haben, dass aus ihren Kindern was wird, die gucken dann aber in die Röhre. Und das geht nicht. Das heißt, ab dem Moment, wo ein junger Mensch in den Beruf kommt, und da hat ja dann die Mutter auch einen großen Anteil daran, soll es
einen gewissen Prozentsatz von dessen Steuer- und Abgabenleistung sozusagen als vorgezogene Mütterrente für die Mütter geben, als großes Dankeschön der Gesellschaft für deren hervorragende Erziehungs- und Aufziehensarbeit, ja, dass das endlich mal anerkannt wird. Die wichtigste Tätigkeit in der Gesellschaft. Der zweite Punkt ist, dass wir generell Renten erhöhen können, aber nur über einen indirekten Weg. Im Prinzip hängt die Höhe der Renten immer von der volkswirtschaftlichen Gesamtleistung ab. Und zum Beispiel, dadurch, dass wir zu wenig Ernährungsberatung im Gesundheitswesen haben, zu wenig Prävention und Gesundheitsförderung belohnen, verlieren wir wahrscheinlich jedes Jahr 200 Milliarden Euro zum Beispiel allein im Gesundheitswesen. Ne? Und wir wollen ja auch einrichten, dass in den Supermärkten Ernährungsberaterinnen beschäftigt werden, damit jeder, der das nur irgendwie mal möchte, alle Tipps kriegen kann, wie man gesünder sich ernähren kann und gesünder leben kann. Ja? Und das sozusagen führt dann dazu, wenn man solche Reformen überall macht, führt das zu einem jährlichen Wirtschaftswunder von bis zu 500 Milliarden Euro. Und davon kriegen dann die Rentner ihren Teil. Und können entsprechend natürlich dann auch früher ihre Rente eventuell kriegen und so weiter. Aber vor allem auch eine höhere Rente, weil eben wir volkswirtschaftlichen Reichtum erzielen. Der Witz ist, viele denken gar nicht darüber nach, woher kommt der volkswirtschaftliche Reichtum. Und ein entscheidender Punkt ist noch, der ist ganz wichtig. Im Moment bestrafen wir gebildete Frauen, wenn sie Kinder bekommen. Akademikerin, Professorin, jede Professorin, mit der ich spreche, sagt mir, ja, wenn ich einen Karriereknick riskieren will, dann brauche ich nur ein Kind kriegen. Ja? Also darf ich kein Kind kriegen. Das heißt, wenn wir die fähigen Leute, die auch deren Kinder Arbeitsplätze schaffen könnten, ja, und zwar gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen könnten. Wenn wir die keine Kinder mehr kriegen lassen, aber ich übertreibe jetzt mal, die Hauptschulabbrecherin 20 Kinder kriegen lassen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass das Lohnniveau in Deutschland und das Gehaltsniveau ständig absinkt. Denn wer schafft denn noch, wo ist denn der Nachwuchs, der ständig neue, gut bezahlte, hochpreisige Arbeitsplätze schafft? Ist nicht da. Ist einfach nicht da. Und deswegen nur hier als letztes Bild für jetzt. Ich glaube, Sie sehen immer noch die Präsentation, gell? Ist richtig? Ja, ich sehe das Nicken. Der größte Fehler, den Politik heutzutage macht, ist, dass sie nicht sieht, dass wir gerade hier unsere klugen Frauen bestrafen, wenn sie Kinder kriegen, und zwar im Hochintelligenzbereich und hochgebildeten Bereich. Und dass wir alles dafür tun, dass hier sehr viele Kinder geboren werden, die aber gar keine Arbeitsplätze schaffen und auch keine hochpreisigen Arbeitsplätze schaffen. Und das würde ja am Ende bedeuten, in der Summe, wenn ich Ihre Rente, Frau Mesli, anheben will, muss ich doch volkswirtschaftlichen Reichtum erzeugen. Denn wo nichts ist, kann ich Ihnen auch nichts geben. Ja? Und deswegen muss ich dafür sorgen, dass hier Kinder geboren werden, damit neue hochpreisige Arbeitsplätze entstehen. Die zahlen dann viel Steuern und Rentenbeiträge und daraus können wir höhere Renten finanzieren. Aber so ist die richtige Reihenfolge. Alles andere dürften leere Versprechungen sein. So viel meine erste Antwort dazu. Herr Eckenberger, Ihre Frage? Argument und Frage? Den Lautsprecher sehr, sehr leise. Wahrscheinlich höre ich nicht so viel erstmal. Und ich gehe mal noch näher ran, dass man mich noch besser hört vielleicht. Ja, ich muss sagen, näher rangehen. Mein Mikro muss noch auf. Ich soll näher rangehen? Ihr Mikro ist noch aus.
Mein Mikro soll ja jetzt auch aussehen. Sie hatten das letzte Mal ganz viel Echo-Probleme, deswegen so nah wie möglich ran. Okay. Also, ja, was Sie jetzt gerade sagen, klingt auf eine Art vernünftig. Wie wollen Sie denn, also ich meine, es klingt auf eine Art vernünftig und auf eine andere Art klingt es danach, dass quasi festgelegt wird, welcher Mensch darf eher viel Kinder kriegen oder überhaupt welche und welcher darf nicht. Ich will da jetzt einfach mal offen rangehen. ich merke, wie so eine Schere in meinem Kopf ist, dass das irgendwie die Mündigkeit der Menschen nicht gewährleistet. Aber darüber kann man sich ja immer noch kümmern, wenn man erstmal ihren Gedanken verstanden hat und dann kann man ja noch alle weiteren Gedanken abwägen. Also, was bedeutet das, dass Intelligenzmessungen vollzogen werden, ausgeheckt von Leuten, die halt dann scheinbar den akzeptierten, also ich frage mich, wie bestimmt man, wer ist schlau und so, es gibt ja verschiedene Formen von Intelligenz, soziale Intelligenz, rechnerische Intelligenz, was weiß ich. Und wie stark wird der freie Wille der Menschen eingeschränkt, frage ich mich jetzt gerade. Und damit gebe ich Gedanken weiter. Ja, das ist doch eine sehr gute Frage. Und darauf antworte ich jetzt mal. Ich mache mir hier noch ein bisschen den Kopfhörer leise. So, diese sehr gute Frage von Herrn Eckenberger fange ich mal so zu beantworten an. Nein. Wir werden nicht hingehen und irgendwelche Sondermaßnahmen machen, sondern es ist erst einmal diese Grunderkenntnis, dass wir das so tun müssen. Das bedeutet nur ganz konkret, dass zum Beispiel so ganz unspektakuläre Dinge, dass Frauen, sobald sie ein Baby bekommen, grundsätzlich zwischen 10-100% steuerfrei gestellt werden. Also eine Frau, die gerade arbeitet, gut bezahlten Job hat, Karriere macht, kriegt eventuell völlige Steuerbefreiung. Ja, völlig. Ja, damit sie unterstützt wird, ein Kind haben zu können. Und das gilt aber auch für die Frau, die nur 3.000 Euro im Monat verdient, genauso. Ja, das heißt, es ist einfach nur eine Regelung. Und der Arbeitgeber, jeder Arbeitgeber, kriegt einen finanziellen Zuschuss für die kleinen Probleme, die entstehen können, wenn die Mutter, sei es in einem Videoraum oder hinter einer Tarnwand, das Baby stillt und so weiter. Das ist für ein Unternehmen immer eine kleine Verlustgeschichte. Die muss ausgeglichen werden von Staats wegen, damit die Unternehmer nicht dazu neigen, Mütter mit Kindern rauszuekeln aus den Betrieben. Ja? Dann wird auf Staatskosten kriegt der Unternehmer einen Betriebskindergarten finanziert, so er noch keinen hat. Ja? Und die Frau darf sich aus Hunderten von zukünftigen Kindersekretärinnen, das sind Kinderbetreuerinnen, Kleinkindbetreuerinnen und Sekretärinnen zugleich. Und die kümmern sich mal ums Baby, bringen es in den Betriebskindergarten, spielen mit ihm oder während die Mutter stillt, übernehmen die eventuell Sekretärinaufnahmen, indem sie ein Diktat mitnotieren oder was auch immer. Die sogenannte Kindersekretärin. Weil wir müssen endlich wieder ermöglichen, dass unsere fachkräftemäßigen, hochqualifizierten Frauen mal wieder ein Kind bekommen, ohne in Stress zu geraten. Das ist also unser Grundansatz dabei. Und man merkt, das ist nicht dramatisch. Wir machen keine Intelligenztests, wir machen nichts. Wir machen einfach nur eine gewisse Steuerbefreiung. Und natürlich ist es dann so, dass diejenigen, die jetzt höhere Steuern zahlen, auch mehr dabei einsparen bei der Steuerbefreiung und die
die berühmte Hauptschulabbrecherin und Hartz-IV-Empfängerin, die kriegt halt praktisch keine Steuerbefreiung, ne? Und dadurch regelt sich ganz von selbst, dass wir jedenfalls keine Anreize setzen, dass jetzt unbedingt die Hartz-IV-Empfängerin 10 Kinder kriegen sollte und die Professorin 0 Kinder bekommen sollte. Sondern wir haben dann ein vernünftiges, behutsames Steuerungselement. Ja? Ist das in seiner Nicht-Brutalität hoffentlich erkennbar? Ich glaube, ich muss da gründlich drüber nachdenken, aber es ist auf alle Fälle eine schöne Vorstellung und macht mir Spaß, Ihnen beim Sprechen zuzuhören. Das fühlt sich gut an. Dann würde ich sagen, Frau Mesli, wie wäre es mit der nächsten Runde? Okay. Ich habe mir gar nicht so viele Fragen überlegt, weil ich habe eigentlich geglaubt, da sind viel mehr Leute da, also Vertreter von anderen Parteien oder Organisationen und so weiter. Also es gibt ja unglaublich viele interessante Initiativen im Moment. Wenn ich jetzt an die Gemeinwohlökonomie denke, oder jetzt hat sich ja gerade die direkte Partei gegründet, mit Herrn Kubi und Herrn, wie heißt der jetzt gleich wieder? Thorsten Schulte, genau. Und sie wollen ja die direkte Demokratie, sprich, dass man so Volksabstimmungen machen kann, ähnlich der Schweiz. Was halten davon die Next Scientists for Future? Vielen Dank für diese Frage. So, dann werde ich da mal drauf eingehen. Also, dass der größte Denkfehler, den alle machen, die sich neue Gedanken, Sie hören mich gut, ja? Der größte Fehler, den alle machen, wenn sie über mehr Demokratie nachdenken, ist, dass sie die Bereitschaft der Wähler überschätzen, den ganzen Feierabend sich mit Politik beschäftigen zu wollen. Das wollen die meisten Bürger nicht. Wir dürfen sie nicht überfordern. Wir werfen in die Diskussion alle 3 Monate ein Volksentscheid, der kann ruhig zu mehreren Punkten sein, aber nicht mehr, weil sonst die Bürger genervt abwinken und sagen, ich will mich nicht jeden Abend am Stammtisch über irgendwelche Themen unendlich lang unterhalten müssen, damit ich irgendwann halbwegs vernünftig abstimme. Ja? Ähnlich ist das mit den Bürgerparlamenten. Da müssen dann 1000 Leute bereit sein, einen Monat aus der Karriere rauszugehen und eventuell einen riesigen Karriereschaden zu riskieren, nur um dann einen ganzen Monat für den Staat arbeiten zu dürfen. Sie kriegen das zwar finanziell ausgeglichen, aber sie können niemals den Schaden ausgleichen, der durch eine eventuell entgangene Karrierechance entstanden ist, weil die Leute nicht da waren im Betrieb, ne, als es wichtig war. Und das werden die meisten Leute nicht mitmachen. Und dann haben sie keine repräsentativen Wählerstichproben mehr, sondern nur noch Randgruppen der Gesellschaft. Und möchten Sie, Frau Mesli, von einer Randgruppe regiert werden? Ich möchte weder von Linksradikalen noch von Rechtsradikalen noch von Arbeitslosen regiert werden, die nur ihren Vorteil sehen und dann den ganzen Staat in diese Richtung regieren. Also wenn, dann muss es ja eine repräsentative Wählerstichprobe sein. Also alle 3 Monate ein Volksentscheid. Jetzt dann kommt zweites Medium darüber, das muss nicht sein, kann man machen, das sogenannte Vorwahlensystem. Da dürfen Sie, Frau Mesli, einmal alle 10 Jahre vielleicht für 4 Stunden in einem Bürgerhaus oder in einer Online-Versammlung, die dauert dann 2 Stunden, aber 4 Stunden ist gemeint mit, Sie werden hingebracht von Staatstaxi und wieder zurückgebracht und so weiter. Also ganz komfortabel, wenn Sie Kinder haben, wird die Kinderbetreuung wird quasi mitgeliefert, Freihaus und so weiter.
auch jemand, der Sie vielleicht am Arbeitsplatz, wenn Sie abends arbeiten müssen, ersetzen kann, damit diese repräsentative Wählerstichprobe gewährleistet ist. Sie dürfen ja nicht beliebig viele Leute aus einer repräsentativen Wählerstichprobe künstlich durch andere ersetzen oder so, dann haben Sie keine repräsentative Wählerstichprobe. Also muss der Staat es möglich machen, dass jeder teilnimmt. Und das bedeutet quasi Riesenservice auch dort, aber alle 10 Jahre einmal 4 Stunden opfern ist ja okay, denke ich. Ne? Und da dürfen Sie dann wählen, wer den Ministerpräsidenten Ihres Landes, die Ministerpräsidentin Ihres Landes oder den Kanzler herausfordern darf, wen Sie für besser halten. Ja, da bewerben sich 4, 5 Leute und die reden immer, also natürlich fair von der Redezeituhr und so weiter, und dann wählen Sie. Und das wird ganz entscheidend sein. Und irgendwann wird es bei so einer Wählerstichprobe auch darum gehen, dass die Kanzlerin oder die Ministerpräsidentin des Landes dann live dort ist. Und wenn sie da gerade als Wähler da sind, entscheiden sie darüber, ob es Neuwahlen gibt nach einem Jahr, weil die regierende Person nicht genügend die besten Experten Deutschlands oder der Welt gehört hat, nicht genügend gut regiert hat und die Wähler einfach jemand Neuen wollen, jemand Besseren wollen. Ja? Und dann gibt es nämlich schon nach einem Jahr möglicherweise Neuwahlen. Denn wenn die Kanzlerin dann verliert in dem Rededuell, von den Wählern quasi abgewählt wird und der Neubewerber gewählt wird, dann gibt es Neuwahlen. Also volle Demokratie, ja, und das mit wenig Aufwand. Und dann kriegen Sie noch die Wohlfühlstimme. Ich mache es aber ganz kurz wegen der Zeit jetzt, ja. Die Wohlfühlstimme bedeutet, dass Sie die Herrscherin über die Konzerne und die Politiker werden. Sie als Wählerin. Unser Grundanliegen muss ja sein, dass nicht mehr das Land von Konzernen regiert wird, wie jetzt, sondern dass die Wählerinnen regieren und die Politiker nur die Diener sind und die Konzerne nur die Diener der Bevölkerung sind. Und die Wohlfühlstimme führt dazu, dass der Lobbyismus von einem Tag auf den anderen aufhört. Das kann ich nachher erläutern, wenn Sie das nochmal näher interessiert. Und die sozusagen die Wohlfühlstimme bedeutet, dass wenn ein Politiker, eine Partei, nehmen wir mal an, die CDU regiert ein Bundesland und die Wohlfühlstimmen gehen in den Keller, mehr in den Keller als in jedem anderen Bundesland, dann wird doch jeder Wähler, wenn er da beim Bundeswahlleiter und in der Tagesschau diese Nachricht kriegt, wird doch jeder Wähler sagen, in meinem Land ist morgen Landtagswahl. Da wähle ich doch auf keinen Fall die Partei, die das andere Land abgewirtschaftet hat. Ne? Und so wird das dann laufen. Und Sie merken, jetzt plötzlich stehen die Politiker unter dem Druck, nicht mehr mit den Konzernen zu reden, sondern mit den Wählern zu reden. Und mit den besten Experten, von wegen Herr Eckenberger, freie Argumentekultur, freie Argumentekulturpartei, ja, immer die besten Experten sich zu holen, bevor man die Experten in den Vorwahlen auf den Hals gehetzt bekommt und dann gegen die verliert, holt man die sich selber vorher schon ins Haus und hat damit die besten Experten im Hause und erzeugt dann die besten Wohlfühlstimmen und wird dann wiedergewählt, ja. Ja, also ich hoffe, das zeigt Ihnen wenig Zeitaufwand. Die Wohlfühlstimme kostet vielleicht alle paar Monate ein paar Sekunden und 5 Minuten, um sie irgendwo im Supermarkt oder bei der Bank abzugeben. Also mit ganz wenig Zeitaufwand, ganz viel Demokratie, ohne die Bürger zu nerven und zu überlasten und ihnen einen neuen Zusatzjob zu verschaffen, den sie gar nicht wollen. Ja, ja, soweit. So gut. Herr Eckenberger, Ihre nächste Runde erstmal soweit. Dankeschön. Mir kommt gerade der Gedanke, mit dieser Wohlfühlstimme, wenn es jetzt so, wenn es um eine schwierige Sache geht, das heißt ja, man soll keine Reizthemen nennen, ich versuche die jetzt zu vermeiden, aber stellen wir uns mal vor, es ist eine Notlage und es müssen. Also die vernünftigsten Optionen bedeuten trotzdem eine Beeinträchtigung für, also gemessen an... Bitte nochmal von vorne, ich hatte noch Tonprobleme. Aber sehen Sie mich jetzt
sehen Sie uns jetzt in Kacheln, ja, zu viert? Ja. Sehr gut. Also, angenommen, es ist eine gewisse Notsituation. Und auch wenn die vernünftigste Option gewählt wird, ist quasi das Wohlfühlniveau viel niedriger als vor der Notsituation. Also ich will darauf hinaus, dass vielleicht die vernünftigste Option, also alle anderen Optionen hätten noch weniger Wohlfühlniveau, aber das ist vielleicht nicht unbedingt einleuchtend für den Wähler. Und stattdessen werden ihm falsche Versprechungen gemacht. Und obwohl die beste Partei regiert, ist quasi die Wohlfühlstimme deutet auf ein niedrigeres Niveau. Sie verstehen, glaube ich, oder? Ja. Danke. Das ist eine Frage, die natürlich schon häufig aufgekommen ist. Ich hoffe, Sie hören mich ohne Echo, denn ich höre mich selbst jetzt mit Echo, aber ich glaube, Sie hören mich ganz okay, oder? Ja. Es ist folgendermaßen, eine Notsituation. Deswegen ist es ja so ungeheuer wichtig, dass wir 16 Bundesländer haben. Weil die meisten Notlagen sind nicht auf ein Bundesland begrenzt. Und wenn eine Notlage schon auch nur auf zwei Bundesländer ausgedehnt ist, dann können Sie wiederum vergleichen, in welchem Land gehen die Wohlfühlstimmen stärker in den Keller von den beiden. Und wenn die Notlage schon 5 Bundesländer betrifft oder gar 16 Bundesländer betrifft, haben Sie noch mehr Vergleichsmöglichkeiten. Und natürlich wird der Bundeswahlleiter in der Tagesschau und heute, die ja dann werbefreie Medien sind in Zukunft nach unserem Plan, ja, und richtig neutrale und faire Medien sind, wird natürlich jeder nur darstellen den Vergleich zwischen den von der Notlage betroffenen Ländern und den dort sich zeigenden Unterschieden trotz der Notlage in den Wohlfühlstimmen und die können wir dann wieder den regierenden Parteien zuordnen. Und da haben wir dann wieder diese Möglichkeit. Ja? Leuchtet das ein, dass es, wenn es natürlich eine Notlage nur in einem Bundesland gibt, ist es schwierig, aber dann haben wir immer noch die Kommunen. Dann können wir die Kommunen miteinander vergleichen, weil wir ja natürlich auch die Daten in den Kommunen erheben. Wir haben ja auch Kommunalwahlen. Ja, wenn wir dann München vergleichen mit Nürnberg, ja, dann haben wir in Bayern 2 Kommunen. Und wenn da sich Unterschiede zeigen, wobei in Bayern, die werden, glaube ich, alle von der CSU regiert. Aber es gibt ja in anderen Bundesländern auch Kommunen, da regiert einmal die SPD und einmal die CDU. Und schon können sie wieder vergleichen. Ne? Und darum geht's. Natürlich, nicht in jeder Notlage. Wenn wir jetzt eine Notlage haben, die nur auf München begrenzt ist, dann wird es schwierig mit der Datenerhebung. Da müssen die Wähler wirklich, deswegen gibt es ja Wahlen, dass die dann noch andere Kriterien suchen müssen. Ja, dann Frau Mesli, einfach alles, heute mal wirklich alles fragen. Ich freue mich sehr über die guten Fragen bisher. Nur weiter so. Einfach mal die gesamte Herz auspacken. Sie können hier wirklich alles, sich auch ein neues, völlig neues Deutschland wünschen. Okay. Also was wir ja jetzt ganz extrem schon gemerkt haben im gesamten Jahr 2020 und es setzt sich ja jetzt fort, das ist diese einseitige Berichterstattung über, wir wissen ja, worum es geht, in den öffentlich-rechtlichen Medien, in den Zeitungen, alles gleichgeschaltet. Wie kann man es besser machen, dass eben alle Seiten ihre Meinungen darstellen können und eben nicht diese Angst, das Angstschüren so passiert, wie es jetzt gerade aktuell geschieht? Vielen Dank für diese hochinteressante Frage. Ich hoffe, Sie hören mich alle gut. Dann gehen wir mal los. Die Antwort ist die Medienreform.
jetzige Journalisten haben eine Evolution hinter sich. Wenn ich von vornherein der gleichen Meinung bin wie die größten Werbekunden, und das sind überwiegend Pharma- und Medizinkonzerne im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dann mache ich die größten Karrieren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, weil ich niemals in Konflikt komme mit den Werbekunden, die das Geld bringen, die mein Gehalt zahlen zu gewissen Teilen. Ja? Und deswegen haben wir eine völlig einseitige, konzernhörige Berichterstattung, die von Vollgöttern in Weiß ausgeht, von engelsgleichen Impffirmen und Pharmakonzernen. Völlig unrealistisch und das aber für die Wahrheit hält. Tragisch, nicht? Und deswegen muss die Medienreform so sein, sofortiges Werbefreistellen. Das bedeutet aber, wir haben immer noch die Journalisten, die die gleichen Ideen haben wie die Pharmakonzerne. Ja? Also müssen wir solche kritischen Sender, wie solche Journalisten wie Arte, Profiteure der Angst oder die Pharma-Mafia oder Pharma, die Macht der Pharmakonzerne, solche Journalisten müssen jetzt rein, das müssen gar nicht viele sein, die kriegen aber 50% der Stimmen mehr Macht. Das heißt, also jede Sendung, die neu konzipiert wird, und ich habe ja schon gesagt, Herr Eckenberger, dass wir selbstverständlich dann auch Demokratie pur Talkshows mit repräsentativen Wählerstichproben möglichst nahe kommen, freie Argumentekultur Talkshows dann implantieren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, damit immer neue Ideen in die Gesellschaft reinkommen. Aber entscheidend ist, dass diese Journalisten, ja, stellen wir uns vor, Arte, Profiteure der Angst, die Macher dort, ja, dass die sagen, ich lasse aber eine Sendung nur zu, wenn nicht nur Drosten, Wieler und Lauterbach gehört werden, sondern genauso lang die Redezeit ist für Bakti, Wodak und Schiffmann. Und dann kriegen wir eine Ausgewogenheit und für die Next Scientists for Future natürlich selbstverständlich. Ne? Und nur so kriegen wir dann eine Ausgewogenheit. Und das ist der Grund, weswegen wir ja auch allen Parteien, nicht nur wir2020.de, mit denen wir ja guten Kontakt haben, und Frackpartei, wo ja heute auch wieder ein Vertreter da ist, sondern auch wir2020.eu, wo Sie ja zugehören, Frau Mesli, als Mitglied, und der Basis, wo ja der Herr Claudio Sieber, David Claudio Sieber im Moment so der Frontmann ist. Wir haben denen allen angeboten, zusammenzuarbeiten, denn unser Programm reißt die Wähler mit, erfahrungsgemäß. Und wir haben große Sorge, was aus den Parteien wird, weil die Wahlprogramme ist für den Durchschnittswähler wahrscheinlich schwer zu verkraften. Naja, gut. Das heißt also, ich hoffe, dass unsere Medienreform sie überzeugt, dass wir endlich wegkommen von diesen werbefinanzierten, konzerngekauften Massenmedien zu neutralen, beide Seiten der Medaille immer grundsätzlich beleuchtenden, offenen Berichterstattung mit demokratischen Foren, wo quasi Demokratie im Fernsehen praktiziert wird, neue Ideen hochgebracht werden, freie Argumente diskutiert werden können. Ja? Das ist unsere Medienreform und die ist zentral wichtig natürlich. Ne? So, wer war dran? Herr Eckenberger, Ihre nächste, wirklich packen Sie alles aus. Heute können wir alles fragen. Wir sind so ein relativ kleiner Kreis heute. Heute können wir alles auspacken. Okay, wie ist denn der konkrete Weg von so wie es jetzt ist, wo ja finanzkräftige Werbekunden und so weiter eben diese Landschaft erzeugen? Wie geht es zu dieser schönen Idee, die Sie formuliert haben? Bitte? Ja, eigentlich ganz einfach. Die Werbemilliarden müssen wir natürlich durch Staatsgelder ersetzen, das ist klar. Aber wie gesagt, wenn wir
im ersten Jahr schon der Reform zwar nicht 500 Milliarden plus erzeugen, aber vielleicht 50 Milliarden plus im ersten Jahr erzielen durch weniger Kosten im Krankheitssektor, weniger Ausfallzeiten in Betrieben, leistungsfähigere Mitarbeiter, gesünder, besser ernährte Mitarbeiter und, ja. Und diese 50 Milliarden reichen aus, um die Medien, ohne da jemanden rausschmeißen zu müssen, sofort sozusagen ohne Werbung laufen zu lassen, also völlig werbefrei. Und dann reicht das auch noch, um das Gehalt der paar Mitarbeiter von Arte oder anderen Journalisten, kritische Journalisten, genügender Zahl einzustellen, die aber ja für alles 50% Stimmrecht bekommen. Sie brauchen also eigentlich nur eine Handvoll davon, weil die einfach sagen, so könnt ihr die Sendung nicht machen, ihr müsst immer die gleiche Redezeit auch der anderen Seite geben, sonst ist das nichts. Ja? Ihr müsst mal gerade die Leute hören, die euch ganz klar sagen, dass ihr einfach bis jetzt konzernhörig gedacht habt. Ja? Und das müsst ihr zulassen, sonst genehmigen wir die Sendung einfach nicht. Ne? Quasi diese kritischen Journalisten gehören, sind dann quasi die Mitentscheider im Aufsichtsrat dieser Medien. Und damit gibt es keine Sendung, die parteiisch ist. Ja? Also dürfte problemlos machbar sein. Ja? Ja, ein kurzer Einwand noch, Herr Eck. Danke, ich mache den Lautsprecher leise. Wie stellt man denn sicher, dass die kritischen Journalisten nicht bestochen werden oder so? Da vertraut man dann drauf, weil sie vorher kritisch waren und viel Geld jetzt auch im Umlauf ist. Und generell ist es so, dass durch den medizinischen Sektor das Geld eingespart wird und dann in die anderen Sektoren verteilt werden kann. Danke. Ja, jetzt zeigt sich, dass es doch wichtig gewesen wäre, die Wohlfühlstimme so genau zu erklären und die Verdienstzuschüsse. Das Wort hatten wir heute noch nicht, Frau Mesli, gell? Verdienstzuschüsse. Der Witz ist, es wird niemand versuchen, die Journalisten zu bestechen, so wie niemand mehr versuchen wird, die Politiker zu bestechen. Warum? Weil es sich nicht mehr rechnet. Wenn Sie als Konzern Ihre Verdienstzuschüsse und damit das Überleben im Markt davon abhängig ist, dass Sie sozusagen, ich will es mal gerade so sagen, ich will gerade mal technisch, ich hoffe, ich mache jetzt nichts kaputt, ich mache sofort weiter. Sehen Sie mir, ist noch alles unverändert jetzt? Ich habe es nämlich jetzt leichter, Sie zu sehen. Ich habe mir jetzt Sie nochmal auf einen anderen Bildschirm geholt. Ja, es hat geklappt offensichtlich. Also nochmal, die Verdienstzuschüsse bewirken, dass kein Konzern mehr dadurch gewinnen kann, dass er Lobbyismus oder Bestechung betreibt. Denn Lobbyismus und Bestechung haben immer die gleiche Zielrichtung. Politische Entscheidungen oder mediale Entscheidungen oder mediale Bereitschaften für politische Entscheidungen zu schaffen, die den Wählern schaden, aber dem Konzern Geld bringen. Wenn aber der Verdienstzuschuss abhängig ist von den Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten der Kunden, der Mitarbeiter und der Anwohner, dann können Sie durch eine Schädigung der Bevölkerung ja keinen Profit mehr erzielen. Profit können Sie nur noch erzielen, wenn Sie der Gesundheit, dem Wohlbefinden und dem Glücklichsein der Kunden bestmöglich nutzen. Also würde sich weder die Ausgabe für Lobbyismus noch die Ausgabe für Bestechung mehr rechnen. Und deswegen hört sofort Bestechung und Lobbyismus auf, von einem Tag auf den anderen, weil sie nichts mehr gewinnen können. Wir nehmen quasi den Leuten die Beute weg. Ja? Die Verdienstzuschüsse nehmen die Beute weg. Ja? Also ein Supermarktleiter, der nur noch Verdienstzuschüsse bekommt,
wenn er die Leute verführt mit seiner neuen Ernährungsberaterin zu einem gesünderen Ernährung, Gemüse und Obst und so weiter, da können sie machen, was sie wollen. Der kann jetzt versuchen, so viel Nutella zu verkaufen oder so viel Süßgetränke zu verkaufen, wie er möchte, oder Zuckergetränke zu verkaufen. Der kann dadurch keinen größeren Gewinn mehr machen, weil ihm fehlen die Verdienstzuschüsse. Und diese Verdienstzuschüsse, die fehlenden Verdienstzuschüsse, bedeuten für ihn den Genickbruch. Weil die Verdienstzuschüsse sind wesentlich höher als das, was er gewinnen könnte, indem er die Leute zu mehr Zuckergetränken verführt. Und da hat er ja auch nicht unbegrenzte Möglichkeiten, ne? Und das bedeutet also, es wird keinen Bestechungsversuch mehr geben. Und es wird keinen Lobbyismus mehr geben. Die Konzerne werden sofort jedes Geld für Lobbyisten einsparen, weil sie genau wissen, das, was ich über den Lobbyismus gewinnen kann, verliere ich über die Verdienstzuschüsse, die kleiner werden. Und für nichts mache ich nichts. Und wenn die Verdienstzuschüsse noch einen Tick höher sind, dann ist es sogar so, dass die Konzerne sagen, ich würde ja über den Lobbyismus 90 Millionen gewinnen, aber 100 Millionen verlieren. Ja, und da habe ich 10 Millionen Verlust gemacht. Wozu soll ich das machen? Und damit wären die einzige Gruppe, die sofort arbeitslos wäre, wären die Lobbyisten. Aber die sind so gebildet, die finden woanders einen Job. Die gehen wieder in Journalismus oder irgendwas, ne? Aber die finden einen Job. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Außerdem bringen wir die unter, wir haben ja eine Arbeitsamtreform. War die Antwort halbwegs erläuternd? So, da muss ich wieder mein Mikro abstellen. Frau Mesli, alles auspacken. Heute sind wir nur zu dritt. Das gibt uns die Möglichkeit, ganz tief zu schürfen. Ja, Herr Dünn, jetzt gibt es ja wirklich eine Menge neu gegründeter Parteien. Und allen ist das eine gleich. Sie wollen die derzeitigen Maßnahmen schnellstmöglich beenden. Der Politik, also der derzeit amtierenden Politik. Nur, es ist ja wunderbar, was die Next Scientists for Future an Konzept entwickelt haben. Und wie schon vorhin erwähnt, gibt es so viele andere gute Konzepte auch noch. Aber wie können wir denn das schaffen, dass die Parteien, ich habe ja schon gesagt, eigentlich müssten wir uns alle zusammenschließen, um überhaupt über die 5%-Hürde zu kommen. Jetzt erstmal bei den Landtagswahlen, jetzt im März Baden-Württemberg und so weiter und so fort. Und im August, so Gott will, haben wir Bundestagswahlen. Und um überhaupt mal an die politische Entscheidungsmöglichkeit zu gelangen, müssen wir halt in die Parlamente rein. Und wie können wir das konkret schaffen? Ich meine, Sie haben zwar schon beraten, die Partei, aber wenn man sich das Parteiprogramm von mir 2020 Baden-Württemberg anschaut, dann entspricht es ja nicht dem, was Sie eigentlich vorgeschlagen haben. Also wie soll das funktionieren? Bitte schön. Ja. Das ist ja das Verrückte dabei, gell? Dass wir 2020 ja immer noch in zwei Teilen existiert. Ich kriege immer die Nachricht, dass wir2020.de immer noch existiert und dass man dort immer noch an einer Einigung auch mit der wir2020.eu bemüht ist. Aber diese Spaltung, die Basis auf der einen Seite, wir2020.eu, wir2020.eu, und da haben wir ja auch noch nicht die ganze Partei als Fans für unser Programm. Und Fragpartei ist ja erst ein Orga-Team im Prinzip, ne? Und das ist ein Dilemma. Man wird sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen und wird sich gegenseitig zum Scheitern bringen. Ich rechne damit, dass jede der neuen Parteien allerhöchstens 4,8% kriegt und danach nie wieder jemand von diesen Parteien redet, weil niemand wird noch einmal umsonst seine Stimme wegschenken und damit die Gegenparteien ja umso stärker machen. Das ist ja der Trick bei der 5%-Klausel. Jede Stimme, die sie geben, landet im Mülleimer, solange sie unter 5% sind. Und sie werden noch nicht mal erwähnt. Sie werden unter Sonstiges noch nicht mal erwähnt.
die meisten Bürger kriegen gar nicht mit, dass da eine Partei war, die 4,9% hatte. Das wird wahrscheinlich noch nicht mal eine Erwähnung finden. Gerade weil es ja auch um eine kritische Partei handelt, ja. Und also von daher wird das Ende sein, weil welcher Wähler gibt nochmal damit indirekt die Stimme genau den Leuten, die er eigentlich abwählen will? Indem man lauter Stimmen in den Mülleimer gibt. Das machen die Leute nur einmal. Dann nie wieder, erfahrungsgemäß. Dann ist der nächste Punkt. Sie haben es richtig angedeutet, die Gemeinwohlökonomie und so weiter. Wir sind Fans der freien Argumentekultur, der Demokratie pur, der Basisdemokratie und so weiter. Insofern wollen wir, dass Christian Felber die Gemeinwohlökonomie vor den Parteibasen vertritt, genauso wie wir dann widersprechen werden und sagen, ja, aber da ist der Schwachpunkt bei der Gemeinwohlökonomie und unser gemeinwohlorientiertes Wirtschaftssystem ist besser, weil es die und die Punkte hat, weil es klare und harte Zahlen hat, während die Gemeinwohlökonomie auf Schätzwerten von sogenannten Wirtschaftsprüfern für Gemeinwohlbilanzen beruht, die ein unendlicher Quell von juristischen Streitereien sein könnten, weil jede dieser subjektiven Einschätzungen eines solchen zukünftigen Wirtschaftsprüfers kann über Milliardenbeträge entscheiden. Und da werden sich die vor Gericht, die Konzerne dagegen klagen, weil sie sagen, wir haben da 3 Punkte zu wenig gekriegt und deswegen geht uns jetzt ein Milliardengeschäft verloren und das war unrechtmäßig, weil der Wirtschaftsprüfer das falsch beurteilt hat und so weiter. Das ist eine sehr wackelige Angelegenheit bei uns. Die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, das sind Zahlen, die sind bis aufs Komma genau feststehend. Da kann kein Mensch mehr was dran rütteln. Wenn die Zahlen einmal so beim Bundeswahlleiter liegen, dann sind die fest. Und den Bundeswahlleiter bestechen oder da an den Beamten des Bundeskriminalamtes vorbei quasi da zu tricksen, das wollen wir natürlich ausschließen mit 99,99999999%iger Sicherheit. Ja? Also von daher, und den Parteien empfehle ich auch, gar nicht groß über diese Reizthemen zu sprechen, sondern nur kurzer Hinweis auf Weißrussland. Wenn in Weißrussland jetzt mehr gestorben würde als in jedem anderen normalen Winter auch, dann würden alle die Journalisten weltweit und die Kritiker, die alle diesen Präsidenten Lukaschenko hassen, die würden alle nur eins berichten. Unser Diktator lässt uns alle sterben, indem er uns nicht gegen diese Atemwegserkrankung schützt. Davon hört man nichts, nicht ein Wort. Und das ist für uns naturwissenschaftliche Denker ein eindeutiger Hinweis dafür, dass, wenn man es ignoriert, gar nichts los ist. Ja, und deswegen würden wir es dann einfach ignorieren und würden erst mal gucken, was dann passiert, denn in Weißrussland scheint ja nichts passiert zu sein. Und denn dass wir eventuell durch die Medizin die Menschen töten, das ist für uns Naturwissenschaftler etwas ein selbstverständlicher Gedanke. Iatrogene Erkrankungen, iatrogene Tötungen, Krankenhauskillerkeime, also Arzt und Medizin als Todesfaktor. Sogar die Bestatter haben uns bestätigt und haben gesagt, ja, im Moment wird zu wenig operiert, deswegen haben wir zu wenig Tote. Na, und jetzt wird wieder mehr behandelt und jetzt haben wir halt mehr Tote. Naja, das ist halt so. Ja, also für uns als Naturwissenschaftler ist immer die Frage, ein Berufsstand, der behauptet, er würde Menschenleben retten, der muss das erstmal beweisen. Vielleicht bringt er gerade die Menschen um. Und dafür sind wir als naturwissenschaftliche Denker offen. Ja, ich hoffe, es ist nochmal deutlich geworden. Wir bräuchten diesen Zusammenschluss der Parteien, dann, dass alle Parteibasen mit allen Reformern wie GWÖ und anderen Experten konfrontiert werden, aber eben auch mit den Next Scientists for Future, weil die das Potenzial für 56% mitbringen und als einzige sich einer simulierten Bundestagswahl gestellt haben. Und
nur dann könnte es klappen. Und im Moment machen alle Parteien alles, um zu scheitern. Leider. Leider. Ich kann es leider nicht anders sagen. Ich rechne mit einem sang- und klanglosen Sterben der Neuparteien am 14. März. Ja, leider. Es ist tragisch. Alle machen wieder die gleichen Fehler wie meistens. Weil sie am Ende, Herr Eckenberger, die Frakt nicht praktizieren. Sie haben ihren Parteibasismitgliedern nicht alle Experten neutral vorgestellt und haben deswegen keine Chance gehabt, ein effizientes Wahlprogramm erstellen zu können. Da wurden nur ein paar Experten gehört, ausgewählt, nach Gutdünken einiger weniger Personen, und entsprechend schlecht sind die Wahlprogramme. Ja, ich hoffe, Frau Mees, die ungefähr befriedigende Antwort, wenn auch traurig. Also ich finde es schade. Ja, ich finde es auch äußerst schade. Also was die Wir2020-EU-Partei betrifft, da hat sich jetzt gerade mal der Bayerische Landesverband gegründet. Das sogenannte Orga-Team, die sagen ja, sie machen das alles nebenberuflich und sind da ja überfordert jetzt eigentlich schon von der vielen Arbeit, die da ansteht. Da geht es ja schon allein darum, nur Mitgliedsbeiträge einzukassieren oder mal die Mitglieder, die mitarbeiten wollen, zu valuieren, weil sie keine Unterwanderungen haben wollen in dieser Partei und so weiter und so fort. Also ja, im Prinzip ist das ja ein richtiges Anliegen. Ihr Mikrofon vielleicht kurz. Ein richtiges Anliegen, dafür zu sorgen, dass die Mitglieder ungefähr einer repräsentativen Wählerschichtprobe entsprechen. Denn wenn sie unterwandert werden von lauter Rechtsradikalen oder Linksradikalen oder Y-Radikalen, dann ist die Partei tot. Ja, also das ist schon sehr wichtig, die Personen kennenzulernen und auf Herz und Nieren zu prüfen und immer wieder die Frage zu stellen, kommen wir jetzt einer repräsentativen Wählerstichprobe Deutschlands näher oder entfernen wir uns davon? Das ist eine der Zentralaufgaben einer Neupartei, denn wir brauchen ja eine neue Partei, um dann diese Demokratisierung durchzuführen, die ich vorhin skizziert habe. Und die Tragik ist aber die, dass alle ihr Ding machen. Die Prominenten müssten jetzt eigentlich ihre Prominenz dem zur Verfügung stellen, dass dann hunderttausende Leute auch mitkriegen, hier, ich spreche jetzt mal als Parteimitglied und nicht nur als jemand, der einen Prozess machen will oder als jemand, der das machen will. Zum Beispiel zuletzt sind Dr. Med. Gerd Reuter und Dr. Med. Klaus Köhnlein, zwei tolle Ärzte, Mitglied bei Die Basis, aufgetreten, bei Punkt Preradovic. Nicht ein Wort darüber, dass sie Mitglied dieser Parteien sind. Das heißt, da sind Hunderttausende an Wahlwerbemöglichkeiten, die dann zum Downloaden von sogenannten Unterstützungsunterschriften hätten führen können, direkt als Link zum Beispiel. Das ist alles völlig verlorene, wertlose Sache gewesen. Auch unser Mitglied, Dr. Med. Michael Spitzbart, war bei Punkt Preradovic, hat eine tolle Sendung gemacht, aber er ist ja nicht Mitglied einer Partei. Ja? Aber ja, so verpufft das Ganze. Und Frau Mesli, deswegen freue ich mich ja, dass Sie da sind, weil Sie können ja versuchen, Ihrer Partei jetzt einen schönen Gruß nochmal zu sagen. Bitte, Gemeinwohlökonomie, Next Scientist for Future. Und in solchen Sendungen, die man ja mit hunderten Leuten machen kann, die Basis macht die potenziell mit hunderten Leuten solche Talkshows, ja, nehmen Sie die fünf wichtigsten Experten. Gemeinwohlökonomie muss unbedingt rein, Next Scientist for Future muss unbedingt rein und noch drei andere gute Experten. Und dann machen Sie ruckzuck ein neues Wahlprogramm und dann muss jedes Parteimitglied gebeten werden, bei jedem Auftritt immer ganz besonders aber auch über die Wahl zu reden, weil diese Landtagswahl am 14. März wird alles entscheiden über Sterben oder Überleben. 5% bedeutet, dass wir bei der Bundestagswahl eventuell sogar den Kanzler stellen können. Ja?
einer der Parteien. Und Fusionierung wäre natürlich auch unbedingt wichtig. Aber die Leute sind so unvernünftig. Ne? Man riskiert lieber, dass man stirbt, als dass es... War das soweit halbwegs... Also meine Bitte an Sie, Frau Mesti, bevor Heckenberger jetzt seinen nächsten Punkt macht, oder er muss sich ja auch bald... Gell? So, Herr Eckenberger. Wir sind uns ja einig, Herr Dürren, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Weg dahin führen soll. Ich kann versuchen, das den Leuten mitzuteilen, was Sie jetzt gerade vorgeschlagen haben, aber ich weiß nicht, ob ich da Erfolg haben werde. Herr Eckenberger muss gerade los, gell? Oh, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen beiden. War mir ein Vergnügen. Ich wünsche alles Gute. Vielleicht sehen wir uns bald wieder, Frau Mesti und Dürren. Wir sehen uns bestimmt am Samstag, nicht wahr? Super. Okay, vielen Dank. Schönen Abend. Alles Beste. Danke für die Arbeit. Tschüss. Ja. Also ich würde sagen, wir haben jetzt eine hervorragende Sendung gemacht. Wenn Sie noch eine Frage haben oder so, oder sollen wir es mal so gut sein lassen, weil wir jetzt eine runde Sendung haben. Also meine Bitte an Sie, setzen Sie sich dafür ein, denn meine Befürchtung ist, was nützen uns am Ende 2 oder gar 3 Parteien mit 4,9% und die ganze Sache ist gestorben? Nützt uns alles nichts. Wir brauchen, die Formel lautet, ich wiederhole sie nochmal, 50% Kompetenz. Bei Wir 2020 sind prominente Namen assoziiert. Professor Bakti ist externer Gesundheitsberater quasi. Bodo Schiffmann steht im Raume bei Wir 2020 EU. Bei der Basis ist eine ganze Liste von prominenten Persönlichkeiten vorhanden. Und das wird alles nicht genutzt. Und 50% Prominenz mal 56% Kompetenz gibt 28% bei der Bundestagswahl. Aber 50% Prominenz und 0 multipliziert mit 0 Kompetenz gibt leider 0. Und das ist meine Befürchtung. Ja? Denn ich hoffe, Sie haben ein bisschen ahnen können, dass manches von dem, was ich heute gesagt habe, Wähler mitreißen könnte und begeistern könnte. Gucken Sie mal, ob Sie genau diese Punkte im Wahlprogramm finden. Sowohl bei der Basis Baden-Württemberg, die sind beide sehr ähnlich, und Wir 2020 EU Baden-Württemberg habe ich nicht einen solchen Wähler mitreißenden Satz gefunden. Zum Beispiel auch, da fehlt so ein Satz wie: Mein Hausarzt soll endlich dafür belohnt werden, wenn er mir hilft, dass ich nie Krebs bekomme oder nie Herzinfarkt. Auf sowas warten doch Wähler und nicht auf irgendwas. Ja, Sie haben vollkommen recht und gerade auch die Prominenz der Experten, die da bei der Frau Bevanovic interviewt worden sind. Warum haben die nicht gesagt, sie sind für die Organisation oder Partei jetzt das Sprecher? Warum nicht? War ihnen das nicht bewusst, war ihnen das nicht klar oder ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht. Offensichtlich haben viele den Ernst der Lage nicht erkannt und fügen sich einfach in das Schicksal ein, dass sich nichts ändern wird, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich glaube, manche leben auch davon, dass sie Sendungen machen, so nach dem Motto, je mehr Probleme es gibt, desto mehr Einschaltquote habe ich und warum soll ich was ändern an den Problemen? Genau das bringt mir ja Aufmerksamkeit. Ja? Stellen Sie sich nur vor, wenn die öffentlich-rechtlichen Medien jetzt plötzlich gute Medien würden, dann würden ja auch viele im Internet weniger Zuschauer haben, wenn plötzlich das Öffentlich-Rechtliche besser würde. Ne? Und so ist das. Und ich weiß es nicht. Also, denn ich kann sagen, ich will eine Veränderung. Und die Professoren des Weltrates wollen eine Veränderung. Aber nicht jeder will offensichtlich eine Veränderung. Und vielen scheint es einfach zu egal zu sein. Und wenn dann in 5 Jahren die Elefantengrippe kommt oder die Giraffengrippe oder die Grönlandwalgrippe kommt, das ist manchen offensichtlich egal, ja? Dass das alles immer so weitergeht. Wir wollen den Wandel. Ja, also,
Ja, vielen Dank für das Gespräch, für das interessante Gespräch. Und wenn ich nochmal dabei sein darf, gerne. Und hoffen wir das Beste, dass wir was erreichen können. Vielen Dank. Ja. Also Sie kriegen ja einfach den Link wieder geschickt. Die nächsten sind ja Samstag und Montag und Sie haben gesehen, dann kommt auch diese Top-Expertin dann im Februar, allerdings viel zu spät. Sie kann aber wirklich nicht früher. Sie hat wirklich geguckt, dass sie, aber eigentlich mein Tipp ist, sagen Sie Ihren Parteifreunden, wir müssen am 14. März gewinnen, sonst passiert gar nichts. Und das geht nur mit einem top begeisternden Wahlprogramm, wenn überhaupt, und am besten mit einem Zusammenschluss mit die Basis. Okay. Ja. Alles klar, dann danke ich für die tolle Sendung heute. Heute waren wir inhaltlich besser als in vielen anderen Sendungen, weil Sie so tolle Fragen gestellt haben, Sie beide eben. Ja? Okay. Alles klar, dann bis bald zu den nächsten Talkshows. Tschüssi. Ja, tschüss.